Wir gucken LBKs Video, meine Schatzis, ja? So, wir fangen an. Ey, bitte checkt nach diesem Video unbedingt den ersten Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr endlich zu dem neuen Song von Sammy. Und folgt dem Achi bitte auch auf Twitch. Ich kann's gar nicht mehr. Spaß! Endlich wieder das alte Intro, Digga. 3 Wochen war ich inaktiv, weil ich eine scheiß Klausur schreiben musste, Leute. Und ich bin jetzt gerade sogar noch von der Klausur gekommen. Motto gerade von der Klausur gekommen. Und zufälligerweise stand die Kamera schon aufnahmebereit im Zimmer. Softbox an, jetzt Maul, Alter. Aber ich habe wirklich vorhin eine Klausur geschrieben und für die habe ich auch die ganzen Wochen gelernt. Deswegen kamen auch einfach keine Videos mehr. Aber ich muss euch eine Sache erzählen, die mir gerade so während der Klausur passiert. Ihr müsst euch vorstellen, ich bereite mich so die ganze Zeit darauf vor, ne? Und ich habe für diese Klausur mit meinem Kollegen Dennis gelernt. Schon geschafft, hat auch Englischstudium abgeschlossen. Die denken schon, wahrscheinlich hat das Studium abgeschlossen. Ist ein Alevitisch. Ich hab den kennengelernt, den Dennis. Oh, hat er seinen Namen verraten? Ich weiß nicht, ob ich den verraten darf. Ich hab ihn kennengelernt. Bruder, Walla, der Typ sieht aus, als ob er Plastiktüten in Rewe verkauft. Ich schwör auf meinen, er steht vor Rewe. Bruder, der hat einfach Englisch fertig studiert, Bruder. Walla, ich hab ihn kennengelernt, Bruder. Er hat einfach Englisch. Bruder, ich schwör auf meine Mutter, weißt du, wie der aussieht? Dieser türkisch-kurdischer Bruder von mir, der Dennis hat so eine geile Eigenschaft. Obwohl wir in der Universität sind, haben wir immer noch so diesen Kennex-Sprachgebrauch, ne? Ihr müsst euch vorstellen, ich bin so 1 bis 2 Mal in der Woche zu ihm gegangen, hat mir so ein bisschen geholfen und Tipps gegeben und so. Und der Dennis muss immer seine Shisha dabei haben, wenn er lernt, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, der erklärt immer so. Boah, du musst so anders machen. Walla, ja. Guck mal, diese Auxiliary Verb, das tauscht. Er labert ja keine Scheiße. Das, was er sagt, ist ja inhaltlich korrekt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, da waren dann manchmal so Themen, die voll kompliziert werden. Wir fragen eh nicht danach in Klausur, Bruder, sonst schwicken, wenn die machen und so. Das hat er mir erklärt, ne? Und jetzt müsst ihr bedenken, Leute, da gab es so eine Sache, die ich in der Ey, denkt, der macht Spaß, gell? Walla, der Typ redet so. Er ist todessympathisch, todesnett. Falls du das Video hier siehst auf YouTube, Bruder, Walla, du bist korrekt. Okay? Bruder, wenn ich dich sehe, Bruder, ich gucke in deine Augen, ich sehe 3 Gehirnzellen. Walla, mit Willen. Klausur ist schon relativ kompliziert, fand, ne? Ich fülle die Klausur aus, ich habe alle Aufgaben bearbeiten können. Warum kommt dieses eine Thema, was mir Dennis so nebenbei auf chillig erklärt hat, während er seine Shisha geraucht hat? Ich lese mir die Aufgabe durch und ich denke mir so, boah, wie war das nochmal? Die Sache ist, ich will nicht spoilern. Und jetzt, ich muss noch mal kurz was zu ABKs Video sagen. Der arme Bujack muss so viel cutten. Es tut mir leid, ich liebe ihn, er ist zu lustig. Ich will jetzt noch nicht spoilern, wegen dieser Klausur. Ich erzähle euch kurz, wie es war, okay? Der ABK, zwei Tage vor der Klausur, ich war schon bei ihnen in der Gegend, gell? Und ich konnte nirgendwo schlafen. Ich habe Hotel geguckt und wir hatten 6 Uhr morgens. Ich war in Dortmund und so, schon mit Play. Und 6 Uhr morgens, ich denke mir, ich gucke Hotel, wie viel? Ich sehe 150 Euro und ich muss 12 Uhr auschecken, ja? Sebi, selbst wenn ich Bill Gates sein Vater wäre, würde ich das nicht machen. Aber ich habe mir gedacht, ich kann nicht zu ABK gehen, weil der hat morgen Klausur. Ich kann nicht zu ABK gehen, der hat morgen Klausur. Junge, wen juckt's, Walla? Ich klingel da, ich war mit einem Kollegen. Ich klingel da, ich gehe hoch. Er sagt, Bruder, nein, das kannst du nicht. Bruder, ich schreibe morgen. Das geht nicht. Sammy, bitte. Was? Bruder, du fickst mich. Ich sag, Bruder, freust du dich nicht mit... Ey, das. Ich weiß, ich will noch nicht so viel spoilern, weil vielleicht erzählt er das noch. Weil in diesem Part war ich nicht im Zimmer, wo er diesen Part aufgenommen hat. Ich bin erst danach ins Zimmer gekommen und ich weiß nicht, ob er das erzählt hat. Und wir machen das immer extra, dass wir das. Guck mal, wir sind so real. Wir gehen sogar raus, um eine authentische Reaktion zu bekommen. So, verstehst du? Ich denk so nach. In meinem Kopf müsst ihr euch vorstellen, die Szene so. Ich hab den Dennis im Kopf mit der Shisha und er sagt, Bruder, du musst bei der Aufgabe. Musst du so. Dieses Geräusch der Shisha wurde lauter als seine Stimme. Überleg so in meinem Kopf. Ich sehe nur noch seine Lippen so. Und ich sitze in der Prüfung. Ich verdenke so, was hat Dennis da nochmal gesagt? Wie meint er? Wie ging das nochmal? Genau. Dennis in meinem Kopf. Bruder, du musst das so machen. Ja, jetzt kommt bestimmt die Lösung. Bruder, du musst so machen und dann. Ich sehe nur so seine Lippen bewegen, aber ohne Ton. Und dann dieser Shisha-Qualm, wie er so langsam kommt über sein Gesicht und ich nichts mehr sehe, nichts mehr höre. Und denke mir in dem Moment.
Klausur verkackt. Dankeschön, Don Omar, Roller. Diese Aufgabe, streich weg, ganz vergessen. Ich höre Dennis nicht mehr. Aber das ist noch nicht alles. Warte, ich ziemlich kurz um mich erzähle, ob mir noch was ist. Leute, als ob das Ganze mit der Klausur jetzt schon genug wäre. Genau ein Tag vor meiner Klausur, irgendwie 4 Uhr morgens, bekomme einen Anruf. Ich gehe dran. Ja, wer ist da? Ich habe es natürlich schon vorher gesehen, aber ich habe so getan. Sammy kommt mich einfach besuchen. Bella Rue TV hier. Was? Schulhof, Bruder. Wir sind jetzt auf meinem Kanal. Ja. Alle, Bruder, ich habe hier vergessen, weil ich habe da geraucht. Das ist gar keine Zigarette gewesen, Chat. Das ist keine Zigarette. Rauchen ist schädlich für die Lunge. Raucht nicht. Bruder, ich bin so behindert, Bruder. Ey, guck mal, wie... Und ihr müsst euch vorstellen, Bruder. Ich komme, hey, was geht ab? Bruder, ein Tag vor seiner Klausur, der Arme, gell? Bruder, ich hab ihn kaputt gemacht, Bruder, der Arme. Ich liebe ihn über alles, Bruder. Was mit Kaugummi? Ja, das Kaugummi-Zigarette, ja. TV hier. Was ist die Kippe nicht versteckt? Wir sind auf dem Schulhof, Bruder. Ja, wir sind jetzt auf meinem Kanal. Wir werden die Jackie ausgepackt. Der Typ weiß, dass ich groß habe. Er kommt einfach zu mir. Und natürlich habe ich mich gefreut. Natürlich habe ich mich nicht gefreut. Junge, hat die Schnauze, Digga. Ich war wirklich wochenlang nur am Lernen für diese Klausur. Aber wie sah ich aus? Wie waren meine Haare? Wie meine Körper? Sag mal, ich erzähl, die glauben eh nicht. Nicht geduscht. Still. Ich muss euch jetzt nochmal kurz von meiner Perspektive erzählen mit diesem Gesichtsausdruck, weil dieser Gesichtsausdruck passt. Kommt Amate heute? Natürlich kommt Amate heute. Wir bleiben hier bis Song Release. Mein Song kommt heute raus. Passt auf. Ich kam, der neue Emote, gell? Das ist der stinkende Emote. Ich kam dahin, ich liebe ABK. Bruder, der Typ, seine Haare haben gestunken. Seine Nase hat Er ist gelaufen, 15 Meter hinter sich, Coronaviren. Die hätten Selbstmord gemacht, Bruder. Coronaviren hätten Selbstmord gemacht, Bruder. Er hätte Coronaviren angesteckt. Die hätten gestunken, die hätten angefangen zu stinken. Der hat nicht geduscht. Er hat's richtig ernst genommen mit dieser Klausur. Richtig, richtig ernst genommen, Bruder. Seine Haare, alles war Fremdkörper, Bruder. Bin ich ein Typ, der sich Paranoia macht vor einer Klausur? Todes, Digga. Bruder, er zeigt mir, was er morgen in dieser Klausur schreibt, gell? Ich bin seit 8 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Lehrer, ich denk mir, okay, krass, Englisch, er muss studieren. Bruder, weil mein Englisch hört bei Senor Tus Cervezas oder Como Stas, dann hört mein Englisch auf, gell? Der zeigt mir, was er lernen muss, gell? He listen in simple past, Bruder. Meinst du es ernst, Bruder? Hier listens, gell? Tu jetzt nicht so, Bruder. Ja, das war billige Sondi-Aufgaben, Bruder. Ich hab mich ja schon gefreut und so, aber ich war halt so diese Aufgaben. Bruder, es ist gerade Stress, ich weiß nicht, richtig schon Lernstress. Ich hab eigentlich keinen Kopf, jetzt zu fragen. Also ich sag euch ehrlich, wenn wir euch ABK uns sehen, wir lieben uns. Aber an diesem Tag, er wollte mich nicht da haben. Er hatte richtig Angst gehabt vor dieser Klausur. Weil er war im Zweitversuch, das muss ich noch kurz erwähnen. Im Drittversuch hat er schon verkackt. Diese Klausur hat er zweimal, ist er schon durchgefallen durch diese. Und er muss sie jetzt bestehen, er muss sie bestehen. Und dann klingelt einfach um 5 Uhr morgens Frankfurt an die Tür mit Kippe. Ey, Bruder, was geht ab? Wir rauchen Shisha in sein Zimmer und so. Frankfurt. Und dein Bruder sagt jetzt mir, kein Ding, Bruder, ich komme, ich schreib deine Klausur mit. Walla ja! Warte, Sammy, was willst du? Guck mal, ob er das jetzt erzählt hat. My name here, I want to write this. Ey, stellt euch mal vor, ich schreibe eine Klausur. Bruder, der hat mich so abgefuckt, Bruder. Der hat mich so abgefuckt, der ABK. Weißt du, was ich ihm gesagt habe, Chat? Ich habe ihm gesagt, Bruder, wenn du mich liebst. Ich sag ihm, Bruder, wenn du mich liebst. Wenn du mich liebst, bitte lass mich mitkommen. Lass mich mitkommen, ich will diese Klausur auch schreiben. Er sagt, nein, Bruder, das geht nicht. Die kommen wieder auf mich zurück und so. Ich sag ihm, Bruder, bitte nimm mich mit. Er sagt, nein, du musst wahrscheinlich Ausweis zeigen und so. Was willst du ihm überhaupt sagen? Ich sag, ich geh dahin, ich sag, I want to write this with you. I'm in the class. You don't write my name. Where's my name? Go to the secretariat and answer for this. I want to, einfach so. Englisch studieren, weißt du, so letzte Klausur im Englischstudium, so da komme ich mit meinem bulgarischen Englisch und er sagt, nein und hätte ich das einfach gemacht, Bruder, wie lustig wäre das, seid mal ehrlich, wie lustig wäre das, wenn ich einfach an die Uni gegangen wäre, meinen Ausweis gegeben hätte, hier, bitteschön, who are you? Man la, women la, numbers don't, if you ain't got this, we can't beef, I want to write this with you. Bruder, wie lustig wär das?
Also dann kommt da so ein Sammy rein. Bruder, einfach das ist so witzig. Und ich sag ihm, bitte, bitte, lass mich da hingehen. Er sagt, nein, du musst Ausweis abgeben. Ich sag, ich dribbel schon. Ich sag so zu Sammy, nein, Sammy, du musst Personalausweis zeigen. Bruder, das wäre wie, als würdest du nach Amerika einreisen. So aus. Wallah, ja. Das ist dargestellt. Wallah, nein, das geht auf gar keinen Fall. Security ist da. Es gibt nämlich eine Sache. Und danach, nachdem die Klausur fertig war, sag ich zu ihm, und haben die Ausweis und so verlangt. Er sagt, nein, gar nicht, war voll gechillt. Ich denk mir, du... Warum, Bruder? Das wäre zu lustig. Stell dir mal vor, ich wäre einfach in dieser Klausur. Ich hätte so alles heimlich aufgenommen. Ich würde sagen, ABK, 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 guck meinen Penis. Dann würde ich ihn so auspacken und so. Das wäre zu lustig. Ach, die haben schon YouTube nie erzählt, so. Sammy hat mich einmal fast Kopf und Kragen gekostet, wo ich damals an dieser Realschule gearbeitet habe. Ich bin gerade im Unterricht, Sammy schreibt mir, er sagt, wo bist du gerade, Bruder? Ich sag ihm, Sammy, das geht nicht, ich bin im Unterricht und ich stehe gerade eine Klasse. Irgendwann mittendrin, es klopft. Er kommt rein, ganze Klasse so, Sammy, ich stehe da so. Hi! Nein, nein, bitte nicht. Wenn das gleich ein Schüler weiter sagt, dass Sammy gerade hier bei mir Unterricht ist, die ganze Schule wird sich hier versammeln. Jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Der Unterricht ist vorbei. Ich sag zu den ganzen Schülern, dass der Sammy jetzt hingekommen ist, müsst ihr für euch behalten. Die Schüler, ja, ja, normal, normal. Nein. Und ich dachte nicht, ach, fick dich, Junge. Als ob. Was passiert? Ich sag zu Sammy, Sammy, Bruder, lass paar Minuten warten, bis die alle raus sind aus der Klasse. Ja, dann haben wir gewartet drum. Ich sehe Fenster gegenüber, geht auf. Ich sehe die Schulleiterin, guckt auf den Hof. Was soll das denn jetzt hier? Warum ist das hier voll? Ich guck raus, ich so, Sammy. Über 100 Leute Massenversammlung. Und das war Schule. Das war aber ein bisschen, guck mal. Ich habe bei ABK geschlafen, das war 2018 oder 17. Ich habe bei ihm geschlafen und er muss Unterricht machen gehen, gell? Und ich bin aufgewacht, Bruder, so 11, 12 Uhr. Und ich habe mir gedacht, Bruder, ich will auch Unterricht machen. Warum macht der dicke Unterricht? Was haben wir, was hat er, was ich nicht habe? Abi, alles, okay? Habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich habe 144 IQ, ich will auch Unterricht machen. Ich bin aufgestanden, zu seiner Schule gegangen, habe mich da reingeschleicht, dies, das. Und bin in seinen Klassengang. Ich komm da so rein, ich will Unterricht machen, dies, das. Und danach, was da abging, Jet, ich schwör auf meine Mutter, Digga. Topsig. Danke für die Unterstützung, Topsig. Schulschluss. Ich so, Sammy, scheiße. Ich guck Sammy an. Wisst ihr, was er macht? Was für ein Hype wir haben, Bruder. Walla, wenn die wollen so ein Album kaufen, dann ich Platin-Rapper. Ich so, Sammy, wir sind am Arsch. Also, böse Hype. Er will doch aus Fenster holen. Ey, kauf mein Album, kauf mein Otto. Schulleiterin gegen. Ja, ich erinnere mich noch. Ich wollte aus Fenster so Instagram-Story machen. So, sag mal, ich bin gerade hier am Unterrichten und unten sind die Schüler, die meinen Namen schreien. Hättet ihr ABKs Blick in diesem Moment gesehen? Bruder. Der Typ hat in seine Hose gekackt. Er hat gekackt. Da müsst ihr euch vorstellen, am Ende habe ich das so irgendwie gedribbelt. Ich habe Sammy im Klassenraum gelassen, bin dann so alleine rausgegangen. Müsst ihr euch vorstellen, da wo ich gearbeitet habe, an der Realschule, da war nebenan eine Bitte, wenn ihr irgendwo noch in der Schule seid, geht zu eurem Sekretariat und fragt, ob ich mit euch eine Stunde Unterricht machen darf. Ich will unbedingt Unterricht geben. Gesamtschule und alle Schulen hatten ja schon Schulschluss. Und war der mit Hemd und so? Richtig, auf Ernst. Sag dir ehrlich, ich hab mich gefühlt wie Michael Jackson. Mann. Danach bin ich irgendwann wieder zu Hause. Sammy in Frankfurt ruft mich an. Ja, Bruder, ich sitze gerade an einem neuen Song, dies, das. Ich sag, Bruder, ich hatte gerade einen Anruf. Der so, was? Ich sag, die haben mich angerufen von der Schule. Irgendeine Mitarbeiterin meinte, ja, hier war eine Massenversammlung. Können Sie mir das erklären, warum das war? Und dann hast du getan, meinst du, nee, keine Ahnung. Die meinten einige Schüler, da wäre noch irgendeine bekanntere Person hingekommen und so. Ich meinte, nein, auf gar keinen Fall, ich habe damit nichts zu tun und so. Hätte die gesagt, Sammy, ich würde sagen, ich kenne den. Egal, das ist so, Digga. Wenn man dich als Freund hat, Bruder, kann man nichts machen, Bruder. Ey, Sammy ist anders. Der Typ schreibt deinem Lehrer Liebesbriefe. Ich muss einmal dazu sagen, ich kann keinen Namen nennen, ja? Bei mir war es so, bis zur 9. Klasse, ich war ein Katastrophenfall. Ich komme in diese Klasse, ich denke mir, ey, Taxi! Und plötzlich sehe ich, ich habe einen homosexuellen Lehrer. Okay, jetzt kommt die Story, Digga. Ein anderer, ja. So, Digga, der hat sich in mich verliebt. Ich hab so erfahren, der ist homosexuell, ich muss Gas geben. Sportunterricht, immer Oberkörper angespannt, dies, das. Wasserflasche auf mich geschüttet. T-Shirt ausgezogen, ich lauf da so rum. In der 10. haben wir eine Abschlussfahrt gehabt, nach Lorette. Ich hatte Flugangst, gell? Ja. Sagst du, ich weiß, ich will nicht mitkommen und so. Was hast du gemacht hat? Der wollte nicht mehr auf Klassenfahrt gehen. Ich schwöre. Er dachte, Flitterwochen. Oh nein, der wollte mit mir abends, hat schon vorgestellt. Weißer Strand, Kerzlicht. Du saß da neben dir im Flieger und hat gesagt, komm, Sammy, ich bin nicht gegangen, Bruder.
ist aber trotzdem gegangen. Er ist gegangen, aber mit Abteil. Ich hab's in sein Gesicht gesehen. Und danach, ich hab die Schule so gemacht. Ich hab einen 1,6 Realabschluss gehabt, gell? Alle haben sich gefragt, hä, wie? So mit der Zeit, so nachdem ich meinen Abschluss in der Tasche hatte, so ein oder zwei Jahre später, habe ich jemanden getroffen. Und dieser Typ, der war der Schulpsychologe oder beziehungsweise der Vertrauenslehrer von meiner alten Schule. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, was damals passiert ist? Und ich wusste schon, dass er mich liebt. Aber nicht dieser Lieb, der bevorzugt, der Lieb, der macht 180 km/h zu Hause, Bruder. Der und der Lehrer, der kam einmal, der lag bei ihm so. Ich hab mich in den verliebt und so. Walla, Bruder! Du hast ihn auch verführt. Du hast ihn auch mit deinem Körper, du hast so gemacht natürlich. Und so. Du dachtest dir schon. Chat, ich schwöre, es ist die Wahrheit. Walla, es ist die Wahrheit, Bruder. Ihr denkt, ich lüge euch an, Bruder. Wisst ihr, wie das war, Bruder? Ich schwöre, ich habe mir gedacht, Baba, der bevorzugt mich, dies, das. Er ist voll nett zu mir, er macht alles, was ich will. Kautabak. In Unterricht. Ich darf einfach in Unterricht Kautabak nehmen, Bruder. Ich darf alles. Kann ich gut rausgehen? Zigarette? Geh! Alles. Ich wusste das. Und danach, Bruder, kam mit der Zeit raus, nach den Jahren. Er hat mich wirklich geliebt. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, was ich anhatte und so dies, das. Er hat mich geliebt, Bruder, richtig. Er war in Love, er Love. Scheiß drauf, Bruder. Ich hab mit dem WhatsApp geschrieben abends und so, Bruder. So ganz normale Sachen, aber ich weiß doch, wie er denkt. Bruder, kennst du das nicht? Der liegt abends im Bett, der denkt, boah, ja. Und dann der schreibt mir, Bruder, hast du die letzte Matheaufgaben verstanden? Und so, Funktionsgleichung liegen wir aber und so. Bruder. Und dabei liegt er, ja, macht das. Bruder, ich hab auch hart übertrieben, Bruder. Du meinst auch, immer wenn du dann trainieren gegangen bist, hast du dem so Bilder geschickt aus McFit oder aus so. Aus McFit. Ein WhatsApp, du kennst doch am besten. Wisst ihr, warum mit ABK mit Frauen nur auf WhatsApp schreibt? Die Frauen, die sind 45, die haben kein Snapchat, kein Instagram. Die kennen das gar nicht. Der schickt einfach Nudes auf WhatsApp. Und bei mir war es auch so, Bruder, der Typ, der hat nichts gehabt, weißt du? Oberkörperfreie Bart, schicke ihm Bilder und so. Bruder. Was hast du denn geschrieben zum Bild immer so? Aber heute war anstrengend. Und der schreibt dann, wow, sehr gut. Ja, konzentriert dich auf die Klassenarbeit, aber zu Hause, bah! Sammy verliebt hat. Aber du hast ihn schon bewusst verführt. Ich hab nicht bewusst, ich hab provoziert. Ja. Schlau. Aber ich muss, Bruder, natürlich, ich war auf Koran, was denkst du denn an? Walla, mein Opa hat 3 Zähne, mein Vater ist hierher gekommen, ich muss doch irgendwas machen. Das folgt mir alle auf Twitch, wenn ich spring euch um und werde, schneidest du raus. Folgt wirklich alle Sammy auf Twitch. Jawohl, Ehrenmann, Digga. Erster Link in der Beschreibung, das genau. Ist ganz Amate, wichtig, Amate, bitte, tut mir den Fall. Wir müssen den Jungs supporten, das kann nicht sein. Schon mal, dass ich einfach mehr Abonnenten habe, als der, obwohl der aktiver ist. Du bist stabil. Das geht nicht, nein, oder hör auf, oder? Dein Herz, Alter. Bester Mann, Digga. Bester Mann. Baba. Baba. Ficke den Stoff an Alidokain. Wickel es ab vor der Kripo Paris. Ich mache Schnappkies.